So, Dreeper, was ist deine Frage? Meine Frage ist, was ist das Lustigste, was dir passiert ist? Oder einfach eine behinderte Story? Boah, Storytime sagt ihr. Storytime. Dave, das könnte jetzt ein Video auf dem Highlight-Kanal sein. Storytime. Okay. Freunde, jetzt kommt eine sehr witzige Geschichte. Also ich fahre mit meinem Auto und muss jemanden wegfahren. Eine halbe Stunde entfernt ist das. Und Tank ist knapp. Aber ich rechne aus und ich denke mir so, es müsste noch klappen. Ich habe nicht so viel Geld. Also denke ich mir so, okay, ich fahre so langsam und Tank wird schon reichen. Hingefahren, die Person weggebracht. Ich fahre zurück. Das geht so, dass die A40, die genau Autobahnkreuzung. Und das geht so ein bisschen hoch. Und gerade wo ich hochfahre, Digga, einfach Tank ist leer. Auto. Okay. Rollt nur noch aus, okay? Ich denke mir so, nein. Es gibt auch noch Strafe, wenn du ohne Tank auf der Autobahn stehen bleibst. Ich denke mir so, fuck, Digga. Ich bin gefickt. Ich fahre rechts ran auf den Seitenstreifen. Da gab es nicht mal einen Seitenstreifen. Der hat dann nach der Autobahnkreuzung wieder angefangen, okay? Ich fahre rechts ran auf den Seitenstreifen, wo der gerade anfängt. Ich habe es gerade noch so drauf geschafft. Ich rufe meinen besten Freund an. Die Geschichte ist so 6, 7 Jahre her. Ich rufe ihn an. Ich sage so, ey Bro, guck mal. Ich bin hier auf der Autobahnkreuzung. Ich habe keinen Tank mehr. Ich bin hier stehen geblieben. Bitte, sag mir, dass du einen Kanister hast, Benzinkanister hast. Und er so, nein, ich hab nicht. Ich sage, okay, dann geh jetzt sofort zu einer Tankstelle, kauf einen Kanister, füll da Benzin rein, komm zu mir, wir müssen auftanken. Er sagt, Tamam, okay. Ich steig aus, stell hier Warndreieck auf, geh wieder ins Auto. Es ist unnormal kalt. Es war Winter. Ich friere mir den Arsch ab, okay? Und die Sache ist jetzt, ich bin auf dem Autobahnkreuz auf dieser Richtung. Er weiß nicht, wo ich stehe, es ist ja ein Kreuz. Er fährt zurück, ich sehe, wie der vorbeifährt. Miau, miau. Ich denke, ich rufe ihn an, du bist vorbeigefahren. Er dreht wieder andere Richtung, keine Ahnung. Er findet mich nicht, okay? Er hat sehr lange gebraucht, bis er mich gefunden hat. Ich war so circa eine Stunde auf diesem Autobahnkreuz. Aber jetzt kommt der Twist, der sehr witzig wird. Es war einer der witzigsten Dinge, die mir passiert sind. Er ist auf der richtigen Seite, er sieht mich, okay? Er blinkt kurz bevor dieser Seitenstreifen anfängt. Und ich habe meinen Warndreieck da aufgestellt. Aber den siehst du so schlecht. Ich habe den schlecht aufgestellt, muss ich hinterher sagen. Du siehst den so, wenn er so rechts reingeht erst. Er blinkt und ich weiß, er wird drauf fahren. Und er wird komplett über diesen Dings fahren, über diesen Warndreck. Und ich wink doch so, nein, stopp und halt, halt, halt. Und ja, was passiert? Er fährt über Warndreck, plonk, bleibt stehen. Ich so, nein. Er steigt aus, ich steig aus. Nee, ich war ja schon draußen, er steigt aus, ich gehe zu ihm hin. Ich sag so, ey, du hast Platten. Und er sagt, nein. Ich sag, doch, du hast einen Platten. Er so, du willst mich doch verarschen. Ich sag, du bist über meinen Warndreieck gefahren am Auto und ich habe geschrien und gewunken wie ein wilder Jane. Wir gucken, sein Auto hat Platten, kann nicht weiterfahren, mein Auto hat kein Benzin, kann nicht weiterfahren. Wir sind gefickt. Wir stehen so wie zwei Hunde auf dieser Autobahnkreuzung. Wir denken uns so, wer hat uns gefickt? Er so, wieso hast du mich überhaupt hier hingerufen? Und das ist nicht mal sein Auto, das ist das Auto von seinem Vater. Er kriegt Schläge, wenn sein Vater rausbekommt, dass er sein Auto genommen hat und Platten gefahren hat auf der Autobahn. Ich denke mir so, scheiße. Ich sage mir so, okay, du hast im Kofferraum bestimmt Ersatzreifen. Ich mache Kofferraum auf. Er hatte einen Ersatzreifen, aber das war so ein ganz, ganz alter Mercedes von seinem Papa. Ersatzreifen ist einfach so dünn.
So richtig dünn. Kennt ihr diese Müllersatzreifen, wo du dir denkst, das ist für eine Schubkarre oder so? So ein Ersatzreifen war hinten drinne. Ich denke mir so, fuck. Und das war auch noch auf der Seite von, auf der Autobahnseite. Das heißt, ich habe dann mit dem Benzin, was er mitgebracht hat, mein Auto dann vollgetankt, habe auf der Autobahn diesen Ersatzreifen drauf montiert, mit dem Rücken zur Fahrbahn hin, mit der Angst, mit der stetigen Angst, dass jedes Auto, was vorbeifährt, mich komplett hopsen könnte. Mein Leben, ey, das ist richtig gefährlich. Ich habe das dann gewechselt und dann konnten wir weiterfahren. Dann hat er zwei neue Reifen gekauft am nächsten Tag vorne. Aber als ich so zu Hause gewesen bin, inzwischen waren dann so 2, 2,5 Stunden vorbei, dachte ich mir so, ey, Digga, was ist das für ein beschissenes, also was ist das für ein Glück, was ich hatte? Mein Auto bleibt stehen, er kommt, sein Auto bleibt stehen, wie so zwei Volltrottel, wir stehen auf der Autobahn, einfach beide Autos funktionieren nicht mehr. Aber das ist Brüderliebe, er hat an meiner Seite gestanden, er war da für mich. Er hat diese Reifen sogar selber bezahlt. An dieser Stelle, wenn du zusiehst, ich liebe dich, ich küsse dein Herz, Dankeschön für so viele Jahre, die wir zusammen schön verbracht haben. Ja, das ist eine sehr witzige Geschichte, die mir passiert ist, wo ich mir denke, daran werde ich mich immer wieder gerne zurückerinnern. Es war in dem Fall nicht so schön, aber hinterher war es doch sehr witzig. Und wenn ihr diese Geschichte krass fandet, dann erzählt Jonathan Frakes davon, dass er das vielleicht bei X-Factor, das Unfassbare, vorträgt und die Leute am Ende fragt, denken Sie, diese Geschichte ist wahr? Und er sagte, genau so hat es sich zugetragen. Circa 2013 in Duisburg. Fesselnde Geschichte, nicht wahr? Okay, spammt mal den Chat ein bisschen voll. Mit 34,8. Dreeper, wie heißt du eigentlich? Koray. Koray, ich küsse dein Herz. Liebe Grüße aus dem Keller und aus der 34,8 Premium Elite Gang hier auf Twitch. Okay, Bro, schönen Abend noch. Dankeschön, ciao. Ciao, Koray. Es sind nur 700 Leute gerade online. Sag nur den Sie, Anfangsbuchstaben, sag nur den Anfangsbuchstaben. ich sag sogar den Namen. Sie heißt Lena. Lena. Mashallah, Bruder. Lena. Yavuz und Lena. Guck mal, sogar eure Namen zusammen würden Ja ergeben. Ja. Sehr, 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 sehr süß. Sehr süß. Yavuz, ich wünsche einen schönen Abend. Pass auf Assalamu dich auf. Und halt alaikum. die Mach Ohren. Viel ich. Spaß im Stream noch. Ciao, ciao, Bro. Danke. Ciao, ciao.